Hallo und herzlich willkommen bei der Redaktion Holtecs. Ich bin der Bullige. Und ich bin der Professor und wir freuen uns, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt. Ja, wir sind glaube ich schon beim 16. Let's Play hier, 16. Folge. Und diesmal nimmt der Bullige wieder auf. Yay. Und ich würde sagen, wir gehen nach oben, oder? Gehen wir nach oben. Waren, in der letzten Folge haben wir ordentlich gefarmt. Ich habe ganz viel Diorit gesammelt. Ich habe es richtig gesagt, Diorit. Und ich habe sogar 4 Diamanten, die müssen wir safen. Ja, da schließe ich mich an. Diese Treppe meinte ich im Übrigen. Was? Diese Hüpftreppe hier da. Da ja. Müssen wir auch unbedingt nochmal Abhilfe schaffen. Auf jeden Fall. Wir hatten ja schon überlegt, so eine Minecart-Strecke vielleicht runterzumachen und hoch so eine Treppe zum Rennen. Oder andersrum? Ja. Keine Ahnung. Müssen wir mal schauen. In der letzten Folge haben wir gefragt, was für Pferdenamen dir gefallen könnten. Und es gab einige Kommentare dazu. Jetzt ist gerade, es ist hell, das heißt, es kann kein Monster ankommen. Das heißt, theoretisch kann ich dir die jetzt mal vorlesen und du suchst dir einen davon aus, okay? Jo, ich freue mich. Also, was ist dabei gewesen? Valerio. Ein Drachenname. Alcarat. Auch ein Drache. Sarben. Drache. Heulokus. Drache mit einem Auge. Ja, wirklich? Nein, keine Ahnung, aber hört sich so an. Hört sich an wie ein Toilettendrache oder was? Toilettendrache. Nee, so, oder auch ein Borg. Ja, Ferdinand natürlich. Ja, warte, es gibt noch mehr. Noch nicht festlegen. So, was gab's noch hier? Ferdinand, noch ein Vorschlag? Ich muss noch mal einmal durchgucken hier. Rüdiger. Rüdiger, oh. Gudrun, Blizzard, Pegasus, Lord Köttel, Bernhard, Ferdinand, schon wieder, oder Horst. Ja, ich weiß nicht, ob noch mehr Vorschläge da waren, aber du kannst jetzt den Horst ist mein PC. Mein PC heißt Horst. Das stimmt. Ich kann nur bestätigen, wir müssen jetzt schnell auch hoch, es wird dunkel. Ja, dann nehme ich doch den Eisen wieder mit. Ja, nimm doch alles mit, genau. Da unten die Truhe ist sowieso überflüssig. So, also, was nimmst du? Entscheide mich für Ferdinand. Ferdinand, ja, waren auch 3 Vorschläge, Ferdinand. Die Zuschauer wissen scheinbar, was dir gefällt. Was da mein Humor ist, ja. Ja, die anderen Namen sind einfach viel zu kompliziert, ne? Aber Ferdinand ist genau dein Humor. Wobei, Lasagne hätte ich auch gelten lassen. Lasagne, ja. Ja, keine Ahnung. Aber eigentlich ist das so ein bisschen 2000. Lasagne war auch dabei. Aber wir nehmen Ferdinand dann. Komm, waren auch die meisten Vorschläge, die meisten haben Ferdinand gesagt. Ist so. Wird das mit PH geschrieben? Pferd. Ferdinand. Ja. Sehr gut. Also, das ist ja der Witz dabei. Ach so. Ja, erklär ihn mir doch nochmal. Okay. Oh Mann. So, erstmal alles in die Öfen schmeißen hier. So, ich habe ganz viel Diorit. Und ich habe Diamant. So, die packe ich jetzt mal weg. Jetzt in unsere zweite Krimskramskiste. Wir wollten doch hier irgendwann auch mal ein Kistenlager machen. Ich glaube, das findet niemals statt. Nee, wir reden immer nur über die Dinger. Ja, ein Mythos. Es wird niemals gebaut, unser Kistenlager. Nein, ich baue jetzt hier die Burg weiter. Ich habe doch genug Diorit. Da kann ich mal hier so ein bisschen. Kistenlager können wir immer noch machen, wenn die anderen 3 Kisten voll sind. Voll sind, ja, genau. Ich habe jetzt die eine voll gemacht. Ich habe echt wieder alles reingeschmissen. Zum Glück kannst du. Ja, gut. Du hast das jetzt nicht gesehen. Und ich habe es auch nicht gesagt. Du hast schon gesagt, dass du alles reingeschmissen hast, oder was hab meinst ich gar du? Nicht, habe ich gar nicht gesagt. Es war alles gelogen. Ist nicht zugehört, wenn ich was gesagt habe. Nein. Ihr sagt. So. Ja, ich bin gerade am Überlegen, was ich mache. Also mein Geländer ist super gut, ne? Wir zeigen mal das Sicherheitsgeländer. Ach, ich kann ja gar nicht fliegen. Kann ich Ihnen jetzt dein Sicherheitsgeländer zeigen? Du könntest hier hochgehen. Was wird zu unsicher? Da ist doch ein Sicherheitsgeländer. Wir wollten über noch eine Sache reden. Und zwar das Thema Community-Event. Ne? Ja, genau.
Ey, ohne Witz, jetzt bin ich in die Burg reingefallen. Da habe ich nämlich kein Sicherheitsgeländer gemacht. Nee, ja, wir hatten schon mal überlegt, Community-Event. Könnte man mal machen, ne? Ja. Genau, dieses Build-Battle, das hat euch ja ganz gut gefallen. Uns auch, mir. Ich bin zwar nicht gut da drin, aber ich find's lustig. Aber, ja. Hoffentlich findet ihr das auch lustig, dass ich das lustig finde. Ich sag nur Amboss. Als Eisschloss. Und ja. ein Bus als Hühnchen. Aber das haben wir noch gar nicht gezeigt. Oh Mist, jetzt haben wir was gespoilert. Ei. Ja, das wird dann niemals kommen. Ach, ich kann dir doch beim Bauen helfen. Ich renne hier rum wie ein Blödmann. Kannst du wirklich machen. Ich habe hier auch 44 Diorit. Lass irgendwo so bauen, dass man hier noch hoch kann, wieder weiter. Ja, ich, Also das Stockwerk ist eh das höchste. Holzplanken? Weiß ich nicht. Jetzt leid. Ja, also wir wollen so ein Community-Treffen machen. Auf dem Hypixel-Server. Das heißt, da wir ja keinen eigenen großen Server haben, haben wir gedacht, yo, die Leute, die mal Bock haben, die könnten eine Runde mit uns Bike Battle spielen. Und es wäre natürlich cooler, wenn man miteinander quatschen könnte auch, ne? Bei so einem kleinen Community-Treffen oder so. Deswegen bräuchten wir eigentlich noch einen Teamspeak-Server. Jo. Vielleicht gibt es ja einen unter euch, der zufällig einen Teamspeak-Server hat und den und uns den für einen Tag zur Verfügung stellt dann für einen Abend. Oder zwei Stunden oder so. Ja, mal gucken. Komm, ein bisschen Arbeit müssen wir uns da schon machen. Werden wir. So, ich habe jetzt erstmal das Dach hier zugemacht. Ja. Nee, also, was haltet ihr denn davon? Community-Treffen? Uns mal hier so beim oder mit uns zusammen zocken? Oder ja, uns generell mal so im Spiel treffen? Wer da Bock drauf hat, meldet euch mal. Ja, das mit dem Teamspeak wäre auch noch eine coole Sache, müssen wir mal gucken. Wir werden das, glaube ich, noch in anderen Videos auch noch ansprechen, damit wir da mehr Zuschauer finden, denn hier im Let's Play sind ja nicht ganz so viele Zuschauer dabei, wie bei den Let's Shows. Aber, ja. Nein, schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon haltet, die Idee. Weil den Server so groß zu machen, dass viele Leute bei uns auf den Server kommen, das geht nicht, das kriegen wir nicht. Das ist nicht wirklich machbar. Ja. Und ich denke, es sind ja mehr als 10 Leute, ne? Ich weiß es nicht. Ja. 10 Leute. Gut. Ja, ich weiß nicht. Das vordere Haus, ne? Jo. Ist schon fertig, so. Gut. Oder? Da kommt doch jetzt das Dach drauf. Ja. Das hatte ja nur ein, also zwei Etagen. Nein! Ich hab's aufgekommen. Fail Army! Ey, nee. Das lag jetzt nicht an meinem Sicherheitsgeländer, das war top. Ich hab mich nur in der Tastatur, ich hatte meine Finger von der Tastatur, dann patsche ich die so drauf und drück statt W einfach nur A. Ich bin nicht gestorben, ist alles cool. Das hast du nicht auf Kamera. Doch. Nee, komm. Och, so dumm. So dumm. Ja, müssen wir mal gucken. Ich weiß nicht, ob das vordere Gebäude noch höher gebaut wird. Keine Ahnung. Das weiß ich auch nicht. Also hier ist ja irgendwie... Nö, eigentlich nicht. Weiß es nicht. Ich hab noch viel Diorit. Das weiß ich gar nicht mehr, 13. Wo wir stehen geblieben sind. Ich auch nicht. Ich hab jetzt einfach hier dieses Ding weitergezogen und ich hab den Weg zugebaut. Ja, da müssen wir ein bisschen hier so hüpfen, siehst du? Ja. War klar, ey. Ganz ehrlich. Ja, warte. War im Weg. Du und Jump'n'Run, hätte ich gerne mal gesehen. Ach, wir müssen mal irgendwann so eine Jump'n'Run-Map machen. Ach, ey, das wäre mein Tod. Ich glaube, da kann man nicht sterben auf den Jump'n'Run-Maps. Ja, aber dann, das wäre dann auch tot für unsere Zuschauer vor Langeweile. Weil ich immer nur an der gleichen Stelle, an der ersten Stelle, womöglich noch immer auf den Boden falle.
Wir können das ja so in so doppelter Geschwindigkeit laufen lassen. Dann mit dieser Mäuschenmusik da, die ist. Weißt du? Kennt ihr diese GTA-Mission, wo ihr, also diese Geschicklichkeitsmission, um bei diesen GTA-Banküberfallen? Ja, also genau, die erste Mission quasi so von den Heist. Da muss man doch so ein Ding hacken. Durch genau, so ein Labyrinth. So ein Ding hacken und dann muss man auch so ein Geschicklichkeitsspiel bestehen. Und ich glaube, als wir das zusammengezockt haben, habe ich locker 45 Minuten lang an diesem blöden Ding da gesessen, um alle drei Geschicklichkeitsspiele zu schaffen. Ja. Also es war ziemlich langweilig. Ich war noch auf Toilette zwischendurch und ich bin überall rumgefahren, hab mir die Stadt so angeschaut, weil du bist einfach nicht fertig geworden. Ging ja, auch nicht. 45 Minuten hat er gebraucht, um das Ding zu hacken. Ja, weiß ich nicht, oder eine halbe Stunde, aber... War auf jeden Fall ziemlich lange. Total langweilig für mich als Fahrer. So. Boah. Wobei, ich hatte da auch meine Probleme, als ich das mal gespielt hatte. Aber nicht so sehr wie ich. Also Geschicklichkeit und Können, sowas habe ich alles nicht. Ich kann nichts und ja. Ach, solche GTA-Folgen wären auch mal lustig, wenn wir die machen würden, ne? Ja, dann muss aber ein bisschen mehr Internet hier rankommen. Ja. Das ging bei mir gar nicht. Online, das hat nicht wirklich viel Spaß gemacht. Weil eigentlich ist online richtig cool. Ich habe da richtig tolle Autos schon. Ich habe eine Corvette, eine alte. Ich habe einen Mercedes, ja, SLS oder so. Halt dieser mit den Flügeltüren, dieser alte. Diese Flügeltüren, die so nach oben aufgehen. Mhm. Ich habe noch so eine alte Karre, so, keine Ahnung. Also ich habe nur Oldtimer bei mir in der Garage stehen. Aber richtig cool sieht das aus. Ja. Der Mercedes ist so ein Silberfall, den habe ich in Metallfarben gemacht. Ja, wusstest du, dass ursprünglich Mercedes, also dieser Silberfall, daher rührt, dass dieses Ding angeblich zu schwer gewesen ist, die daraufhin den Lack abgeschmiegelt haben. Und dann konnten die da ein paar Gramm gut machen und dann hat man die Silberfall getauft. Aber ursprünglich waren die Mercedes wohl auch. Ich weiß nicht, ist ein Gerücht, ist wahrscheinlich auch nicht wahr, aber ich habe es jetzt mit euch geteilt. Das stimmt. Ja. Müssen wir mal gucken. Aber halt jetzt nicht diese... Pass auf, da ist ein Zombie hinter dir! Immer mit der Ruhe. ja. So. Hallo? Ja, ich bin noch da. Ich habe gerade den Zombie erledigt. Also im Rücken, mein Schwert in seinen Rücken gestochen. Och. Ja. Ich hatte alles unter Kontrolle. Nee, aber mein Mercedes, den ich da hab, der glänzt auch richtig so in der Sonne. Der sieht mich auch so aus, als ob der keinen Lack hätte. Also poliert oder gebürsteten Stahl habe ich da oder irgendwie sowas. Also richtig cool. Ja, ich spiel gerne Game. Was? Ich bin auch schon ein bisschen im Level gestiegen. Das können wir auch mal machen, ne? Mit der Community GDR spielen. Ach, wir müssten uns vielleicht auch selber einfach einen TeamSpeak-Server mieten. Ja. Damit wir mal sowas machen könnten. Weil ich glaube, so teuer ist das Ding auch nicht. Müssen wir mal schauen. Mhm. Weil ich hätte auch schon Bock, mal ein bisschen die Einflussnahme mit den Leuten mehr in Kontakt zu treten hier. Das nicht nur über YouTube-Kommentare, sondern dass ich den Leuten auch mal wirklich ins Gesicht sagen darf. Alter, das Texture-Pack steht in der Videobeschreibung. Guck mal nach, wie ein Huhn aussieht. Google mal Huhn. Boah, ja, okay. Die Folge, die wird niemals online kommen. Da bin ich ein bisschen ausgeflippt. Wir haben alle Enten gebaut. In Minecraft, das ist eine Ente. Hühner können nicht schwimmen, die haben keinen platten Schnabel. Und alle haben diese Minecraft-Enten nachgebaut. Das war nicht mal... Komm, lass mal schlafen gehen. Ja, ich lieg schon im Bett. Ach so, ich bin die ganze Zeit am Holzfällen. Ja, ich dachte, ich talk hier ein bisschen drüber. Naja. Ach, und da müssen wir endlich mal auf Wanderschaft gehen. Pferde. Ja, wir haben hier jetzt einen Namen. Ferdinand. Kleopatra. Ferdinand und Kleopatra. Aber erst müssen wir das Kistenlager bauen. Wir müssen hier irgendwie so ein bisschen eine wohnliche Atmosphäre schaffen. Ja, das stimmt. Also, das geht irgendwie nicht. Aber guck mal, sieht schon richtig cool aus hier alles. Ha?
Sieht schon wie so eine richtige Burg aus. Ja, ich versuche mal ein bisschen Public einzufangen. Ja, ne? Das wird schon schön. Ich mache hier so einen Jump and Run über einen Baum. Wo geht's jetzt lang? Da geht's lang. Hier so. Die gehen ja unter mir weg, die verschwinden ja. Ja. Die gehen weg. Aber jetzt kommt hier ein Zombie. Villager-Zombie, ja. Zwei Stück, wo kommen die denn her? Keine Ahnung, aber die schlagen mich. Monsterjäger. Yeah, was? Mein erster erschlagener Zombie, oder was? Keine Ahnung. Hattest du hier gerade diesen blöden Baum ab? Ich bin hier drauf geklettert. Ich guck mir unsere Burg an, die wir angefangen haben zu bauen. Ist eigentlich schon ganz cool. Dir ist bewusst, also, dass ich aufnehme? Ja, ist mir schon klar, aber ich darf doch auch mal genießen hier. Du darfst auch mal gucken, ja, du darfst auch mal gucken. Ja, also es sieht nicht toll aus, ja. Also wir sind noch weit von einer fertigen Burg entfernt, aber in meinem Kopf ist die schon fertig und man kann das schon sehen. Es funktioniert auf jeden Fall. Es wird auf jeden Fall richtig cool. Warte, ich kletter auch mal auf den Baum. Ja, genau. Versuch mal drauf zu hüpfen. Bin zu blöd für sowas. Du gehst immer tiefer. Ich gehe immer tiefer, genau. Oh, soll ich Screenshots machen und wir blenden die hinterher an? An dieser Stelle bitte einblenden. Dann ist nur wieder der Idiot am Cutter. Dann bin ich ja wieder der Cutter. Dann schaffe ich das auch wieder nicht. Ja, da ist noch so Baum im Weg. Ich starte mal eben. Hier, ich mache mal Screenshots. So. Was, dann machen wir das jetzt ehrlich? Das ist klar. Ja gut, an dieser Stelle bitte Screenshots einfügen. Ach so, jetzt habe ich dir deinen Baum hier Ja, ist nicht schlimm. Weggefällt. Ach ja, mal gucken. Gut, ich denke, mit den Screenshots sind wir auch am Ende unserer Folge angeschaut. Vielen Dank fürs Angeschaut. Angekommen. So. Ihr habt angeschaut. Ihr habt's angeschaut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das wollte ich jetzt nicht sagen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein! Schauinception. Auf Wiederschauen.